Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Titan Quest D2 Immortal Mod mit dem Barbar. Wir haben den Barbar hier gewählt, auf beiden Seiten. Und hier Zauberin Barbar, also es wird ja getrennt. Und haben uns gedacht, wir machen uns mal einen Wurfspeer Barbar, ja Wurfspeer nicht unbedingt, aber eine Wurfaxt Barbar mit dem Doppelwurf-Ding, oder? Das war es ja noch. Ich war nämlich eine Woche, ja nicht ganz eine Woche, im Krankenhaus und hatte, ja, wahrscheinlich einfach so ein bisschen Langeweile, dass ich jetzt einfach nicht mehr genau auf dem Stand bin, aber Bitte reisen, ja. Du musst mir helfen. Eine seltsame Krankheit hat viele in der Stadt Tegea befallen und ich wurde geschickt, um Medizin zu besorgen. Ich habe sie in meinem Wagen, aber der Pass da vorne wird von Saturn blockiert. Sie werden von einem besonders starken Exemplar angeführt. Okay, ja, deine Probleme. Ja, ich hoffe einfach, ich krieg noch alles hin. Nein, das schon, aber mal schauen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich einige Zeit nicht mehr ein Let's Play weitergemacht habe, ob ich alles noch richtig mache, aber das ist schon in Ordnung. Und verzeiht mir ja eben etwaige Fehler, oder? Oh, da ist ein großer. Oh. Hopp. Den hat's. Niedergehauen. Hauen. Was ist mit dem los? Anabolika-Schwein. Da ist Titan Quest doch Drogenverherrlicht, verherrlicht, oder was? Das geht mal gar nicht. Hau ab, du Teil. Vielleicht hört es mir an meiner Stimme oder so, ich bin noch nicht ganz so fit. Aber ja, das tut mir einfach leid, weil ein Krankenhaus ist so extrem ermüdigend. Vor allem unseres. Und nun, ich schätze, ich sollte irgendwie ein bisschen zittrig. Oh, eine einfache Heiltrank, 53 Erfahrung und regeneriert, also wiederherstellt. Eine Schlägerrüstung, die sehr gut ist. Danke. Oh, sexy. Ja, das können wir nicht gebrauchen. Also da links ist es noch ein bisschen zu schwer. Da möchte ich noch nicht hin. Ein bisschen sind die Kampfgeräusche ein bisschen zu leise. Da muss ich noch ein bisschen lauter stellen. Hallo? So. Und ja. Wir spielen ja mit Äxten, mit Wurf-Äxten, da müssen wir nicht so viel in Geschicklichkeit, sondern ich glaube ein bisschen mehr auf Stärke oder so. Keine Ahnung. Titan Quest ist da ein bisschen verwirrend, aber ja, zuerst einmal haben wir hier hochgeskillt auf Wurf-Speer-Beherrschung, klar. Das lassen wir mal auf 3 und machen hier bis Doppelwurf, genau. So. Und ihr seht, es läuft nicht ganz flüssig, entweder durch Windows 10 oder durch irgendetwas anderes, aber ich hätte es gern ein bisschen flüssiger. Am 2. kommt dann Titan Quest raus. Da muss ich schauen, welches ich Let's Playen werde. Also weiter sehr oft Let's Playen werde und das andere nicht so oft oder eins hat abbrechen, je nachdem. Ich hoffe ja nicht, dass es hier der Mod ist. Also ja, dass ich der Mod dann gar nicht mehr weitermachen kann, sozusagen. Weil mir gefällt ihn, also er gefällt mir extrem gut und ja. Aber Puff of Excel auch. Okay, nicht ganz so gut.
Ab Atlas of World hat schon etwas in sich, obwohl die Neuerungen extrem schwach sind. Kann ich verstehen. Es wird nur noch auf die Meta geschaut. Ja, die wollen halt Endgame. Oh. Aber ich will ein gutes Spiel. Ich will allgemein ein gutes Spiel. Was ist mit der Game-Entwicklung eigentlich momentan los? Das sind Motto besser als Game-Entwickler. Verstehe ich nicht. Ist jetzt eigentlich recht einfach geworden wieder. Aber bitte nicht laggen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt anders ist als in der ersten Aufnahme, aber es laggt ein bisschen mehr. Da habe ich nur das Gefühl, ne? Es ist schon ein bisschen schwammig. Aber die FPS sind immer auf 45. Hm. Ich weiß, dass es hier gefährlich ist, aber ich kann nicht nach Hause gehen. Meine Tochter sollte eigentlich heiraten, doch leider ist ihre Mitgift, eine goldene Halskette, jetzt im Besitz einiger wahnsinniger Was? Dämonen, die meinen Wagen zerschlagen haben und abgehauen sind. Ich gehe doch dort nicht rein. Ja, ja. Wir spielen hier D2 Immortal. Ah, was ist denn das hier? Geht's noch? Die sind Level 10. Die sind im Hauptspiel extrem einfach. Lasst mich mal ein bisschen in Ruhe. Du noch, hey, hier komm schon. Stirb endlich. Ja. So. Reines Gefühl. Okay, wir machen hier noch nicht so viel, was zu schwer ist. Jetzt müssen wir halt nochmal so ein neues Game aufmachen und nochmals durchrennen mit den Monstern. Aber andere Charakterklassen sind ein bisschen einfacher am Anfang, aber der Barbar hat noch keine Angriffsfähigkeit, noch nichts. Das ist ein bisschen laggy. Kann auch an Fraps liegen. Keine Ahnung, dass es jetzt so laggt. Aber ich habe auch die Videoeinstellung, glaube ich, ein bisschen höher gestellt. Aber es sollte nicht an dem liegen. Na gut. Ich habe es ja mal versucht. Eventuell als Livestream dann machen, wenn ich es kann, anfange. Also mit dem OBS Aufnahmeprogramm. Ober Broadcaster Software. Mal probieren. Dann ist wahrscheinlich der Sound nicht so gut oder so. Mal gucken. Aber das ist mir momentan ein bisschen zu laggy. Jetzt nicht mehr. Ja, es ist eben, wahrscheinlich ist es einfach das Betriebssystem und kann man leider nichts machen. Die machen Beta Patches. Wieso machen sie jetzt nicht einfach ein Windows 10 Patch für Titan Quest? Ah, Nordic Games. Hier mal wieder. Und sonst mache ich es einfach weiter, wenn ich dann ein bisschen. Oh Gott. Da habe ich keine Chance, das ist ein Kind. Das ist der Kinderschnapper. Naja. Okay, das war ein kurzes Einführungs-Let's Play nach einer Woche. Und ja, wie und wann ich weitermache, weiß ich leider nicht. Ich versuche es. Und
Sonst zeige ich immer kurze Abschnitte von anderen Charakteren, also Let's Shows. Weil spielen tue ich's flüssig. Aber aufnehmen geht irgendwie nicht. Oder vielleicht irgendwie nach ein-, zweimal Neustarten des Videos. Also der Aufnahme. Na gut. Auf Wiedersehen oder bis gleich, je nachdem. Tschüss.